Na Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein Zeitschriften-Review vom Lego Ninjago Magazin. Ausgabe Nummer 58, Januar 2020. Ich finde es schon bei den Januar-Ausgaben. Zwei Lego-Extras enthalten. Jay mit Blitzkette. Das ist hier. Und fünf Dino-Sticker. Ein Lego Jurassic World Sticker-Tütchen. Da gibt es ja auch jetzt eine Sticker-Kollektion vom Blue Ocean Verlag. Auch die werde ich euch hier auf dem Kanal noch vorstellen. Das kommt noch. Aber jetzt erstmal noch dieses Review, damit wir langsam mit den Zeitschriften mal auch up to date werden und nicht immer irgendwie ein, zwei Monate hinterherhinken. Weil so kann ich euch jetzt endlich dann auch mal, das ist mein Ziel jetzt, dass ich euch dann die Zeitschriften-Reviews auch recht zeitnah nach Veröffentlichung präsentieren werde und nicht so. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich etwa einen Monat lang gesammelt habe, die Zeitschriften, und dann immer alle, die in einem Monat erschienen sind, also sprich im Januar quasi jetzt, würde ich euch jetzt alle die zeigen, und zeige ich jetzt auch alle, die im Dezember erschienen sind. Und ja, das heißt aber dann, ich werde es aber trotzdem nicht so machen, dass ich jetzt im Januar jetzt sammeln werde, sondern werde zusehen, dass das erste Magazin, was im Januar rauskommt, ich euch dann direkt auch recht zeitnah dann zeigen werde und nicht dann auch erst erwarte, bis alle erschienen sind. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, was ich da jetzt gebrabbelt habe. So, jetzt machen wir hier noch den Kleber vorsichtig ab. Das sieht doch ganz gut aus. So, vorsichtig noch und ha, abgemacht, ohne die Zeitschrift zu zerstören. So, wenn ich jetzt hier das Sticker-Tütchen, nö, nicht mal das habe ich kaputt gemacht, das ist echt ein guter Klebestreifen. Da geht gar nichts kaputt. Perfekt, so, das gucken wir uns gleich an. Erstmal das Heft. Hier nochmal super extra Jay, verbotenes Spinjitzu mit Blitzkette. Ein Kopf, zwei Gesichter, okay. Enthüllt, so cool wird die neue Staffel. Da bin ich auch noch auf die neuen Sets gespannt. Ich werde zusehen, dass ich mir die alle kaufe und euch hier präsentiere, die Sets. Muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme. Sowohl finanziell als auch zeitlich. Hochspannung, das Finale in der Nimmerwelt. Ein exklusiver Comic, 12 Seiten lang und zwei coole Poster. Gut, geht's mal los. Werbung erstmal für das Lego Hidden Side Magazin. Ja, Werbung für Ausgabe Nummer 4, El Fuego. Die kommt ja auch noch bald raus. Und noch hier wieder ein Jurassic World Sticker Tütchen. Dann haben wir den Inhalt des Heftes. Dann jetzt direkt hier los mit Jay. Wenn ich zu viel esse, werde ich zum Kugelblitz. Hehehe, steht da. Meister des Blitzes, jetzt dreht Jay richtig auf. Mit der Ausrüstung Blitzkette und hier ein Kopf, zwei Gesichter. Schurken können nur grummeln, aber ich bringe das Gewitter. Okay, dann schauen wir uns den doch mal an, weil jetzt haben wir hier die Aufbauanleitung. Hier rechts gibt es dann noch einen Blitzpuzzle. Und dann sagt er noch dazu, setz das Bild zusammen, bevor Wu mich erwischt. So. Verbotenes Spinjitzu. Ich bin meinem Sohnemann noch nicht bei der aktuellen Staffel angelangt. Wir hinken noch ein, zwei Staffeln hinterher. So, dann bauen wir erstmal die Figur auf. Da brauchen wir eigentlich keine Anleitung für. Das ist ja eindeutig. So, dann sind wir noch hier die beiden Gesichter nochmal. Das ist einmal hier. Das ist wie so ein Blitz oder so. Und dann hier ganz normal. Und für diesen Helm setzen wir auch dieses Böse auf. Das passt ganz gut. Dann diese Ninja-Maske hier mit dem. Sollen die Haare irgendwie so in Flammen oder so irgendwas, was das sein soll? Sieht mal richtig cool aus. Es hat was, definitiv. So. Und genau, das hier gibt dann die Blitzkette. Die bauen wir als nächstes mal auf. Dann haben wir hier dieses Kettendingens. Das geht in diesen Einer da rein. Dann oben drauf dieses gelbe, grüne besser gesagt, grün transparent. Da rein dann der Speer. Na. Boah. Guck dir ein Stück raus. Ne, der ist eigentlich ganz drin. Ja, genau, so geht's. Aha. Da ist er drin und da kommt dann noch der Griff hier ran. So, fertig ist die Waffe. Die kriegst du dann noch in die Hand. So. Und fertig ist Jay mit seiner Blitzkette, genau, mit seiner Blitzkette hier. Sieht schon richtig cool aus. Hat was, okay. Gut, also Jay mit der Blitzkette. Und dann haben wir eine Mission, mehrere Missionen hier.
irgendwelche Träume, überwältigende Verwirrung. Traum 1, Blitzableiter. Traum 2, erkenne die Freunde. Traum 3, Farbe für Jay. Und Traum 4, Weg in die Nimmerwelt. Okay. Dann eine weitere Mission, entkomme dem Eislabyrinth. Dann Werbung für das Lego Star Wars Magazin mit einem Snowspeeder und eine von zwei Minifiguren. Den Luke Skywalker oder den Imperial Snowtrooper. Beide ja schon mal im Heft gewesen. Ich habe mich für den Snowtrooper entschieden, kann ich jetzt schon mal sagen. Und nicht nur einmal, aber da werde ich dann später auch nochmal ein Video zu machen. Dann haben wir das Comic, erster Teil des Comics. Eis und Eisen nennt sich das Comic. Doppelseite. Nochmal eine Doppelseite. Und noch eine Doppelseite. Und dann weiter geht's auf Seite 22. Denn jetzt kommt nochmal eine Mission. Nimmerwelt-Illusion. Dann haben wir ein Poster, ein Ninjago-Poster. Dann noch ein Ninjago-Poster. Power des Blitzes. Dann Ausgaben, alle Ausgaben hier, also Heft abonnieren und dann 25 Booster erhalten. Da ich die Sammlung auch schon vollständig habe, lohnt sich das für mich nicht. Vielleicht mache ich das mit Serie 5 oder so, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, weil ich hole mir eh jede Ausgabe. Dann zweiter Teil des Comics. Wieder eine Doppelseite. Und noch eine Doppelseite. Und die letzte Doppelseite, denn da ist Ende des Comics. So, dann haben wir ein Spiel für 1-4 Spiele, Duell der Superkräfte. Aha. Dann Facts, so stark wird das neue Ninja. Okay, verstanden? Zane, Cole, Kai, Lloyd, Nia und Jay. Ja, hier so, hier normal als Ninjas, hier dann so digital. Das geht ja wohl alles so ein bisschen in die digitale Welt. Ich glaube, so ein bisschen Tron-mäßig kann das sein. Also meine Vermutung, weil es gibt ja diese Sets, da sieht man ja, wie sie in so einem Spielautomaten stehen. Da ist ja zwei Figuren enthalten. Eine normale Figur und dann so eine wie so ein Avatar quasi, den man eben in einem Spiel halt hat. Ich vermute mal, nur eine Vermutung meinerseits, ich habe jetzt noch nichts drüber gelesen, dass die quasi durch diese Spielmaschinen dann in das Spiel reingezogen werden oder dass eine Art Portal in das Spiel ist, also wirklich so Tron-mäßig, dass sie halt in dem Spiel sind und dass ein Teil, ein Großteil der Serie dann halt in, als diese Avatare dann hier spielt, in dem Spiel dann eben irgendwie alles ein bisschen so digital aussieht, wie so in so einem Retro-Game oder so. Fände ich ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Die Sets gefallen mir auch sehr, sehr gut und wie gesagt, habe ich schon erwähnt, werde ich gucken, dass ich mir die vielleicht alle kaufe. Eine digitale Bedrohung, flotte Flitzer, krasse Kostüme. Werde ich mal durchlesen bei Gelegenheit. Vielleicht bestätigt es ja meine Vermutung oder widerlegt es. Mal gucken. Dann haben wir Fanpost. Hier schön viele Bilder, die Fans gemalt haben. Dann ein Gewinnspiel, also Umfrage mit Gewinnspiel. Und dann zwei Sets gewinnen kann oder eins von zwei Sets. Dann Vorschau auf das nächste Heft. Die erscheint am 21. Januar. Enthält Kai, auch hier in der Art wie ihn hier. Sehr, sehr cool. Das erste Heft zur neuen Staffel ist es dann schon. Ich aktiviere meine Flammenkraft, sagt Kai hier. Dieses Heft rockt. Auch wieder ein Kopf, zwei Gesichter. Sonst kein Extra. Wobei es natürlich sein kann, es soll ja eine fünfte Sammelkartenserie geben. Vielleicht ist da ja schon ein Limit drin. Wer weiß, wer weiß. Mal gucken. Und dann noch Werbung für das bereits angekündigte, wo wir hier einen Booster von haben. Also ein Stickertütchen. Das Lego Jurassic World, die Sticker-Serie. Das Sticker-Album hier. Dann gibt es nochmal Tütchen halt. Und es gibt auch Blister. Werde ich euch alles hier noch auf dem Kanal, wie gesagt, zeigen. Und dann haben wir noch Werbung für die Lego Ninjago Sets. 4 Stück hier an der Zahl. Aber das sind noch die alten. Von den neuen ist hier noch nichts zu sehen. Gut, also Heft ist durch. Figur haben wir aufgebaut. Dann bleibt euch noch das Stickertütchen zu Lego Jurassic World. Und dann schauen wir doch einfach mal hinein. So, ich bin sehr gespannt. Das erste Tütchen, was ich aufreise zu der Serie. Mal gucken. Ah, das ist so ein Konturensticker. Also hier wo man dann nur erkennen kann, da ja, ist so nur die Kontur von dem Dino. Dann, sieht auch cool aus. Dann hier, ein großer Puzzle-Sticker. Ach, hier, der von Vincent D'Onofrio gespielte aus Jurassic World, was hier heißt. Und hier die untere linke Hälfte eines 4er Puzzle-Stickers. So, ja, das also, ich kann hier mal einzeln hinlegen, dass man es alle sehen kann. Das also hier so die Sticker aus der Lego Jurassic World Sticker Kollektion. Wie gesagt, gibt es auch noch ein separates Video. Gut, das war es im Endeffekt schon von mir in dem Video. Das Review ist dann soweit durch. Und würde ich wie immer sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen oben da. Und wenn ihr mich mal gerne unterstützen wollt, dann würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Dann immer noch der Hinweis auf meinen Hauptkanal, Lenglizen13, den Link dazu in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei und auch da Abo nicht vergessen und Videos liken, wenn es euch gefallen, wäre richtig cool.
Und egal welchen Kanal ihr abonniert, denkt auch dran, die kleine Glocke zu aktivieren, denn nur so bekommt ihr auch Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Außer hier bei dem Kanal, da könnt ihr auch den Telegram-Channel beitreten, dann bekommt ihr Bescheid, wenn die Videos online gehen, und im Chat könnt ihr mit mir und anderen hier über Lego und so weiter quatschen. Können wir uns ein bisschen unterhalten, und Umfragen, wie gesagt, wird es noch geben, Gewinnspiele etc. pp. Schaut da gerne mal rein, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.